Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clash of Titans, dem geilsten Goalkeeper-Battle-Format hier auf YouTube. Ich bin endlich wieder gesund, meiner Schulter geht's gut und ich habe einen krassen Gegner am Start, der Niklas. Komm doch rein. Alles klar, mein Bester. Ja. Komm, stell dich mal kurz vor. Ja, ich bin der Niklas, ich komme aus dem Südschwarzwald, bin 20 Jahre alt, spiele beim SV Unterhalpfen und ja, das ist in der Kreisliga. Puh. Freunde, der Junge kann mal wieder 250 Euro Einkaufsgutschein gewinnen. Ich bin gespannt, ob du es schaffst und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, sondern starten direkt mit der ersten Challenge. Let's go! So Freunde, erste Challenge zum Reinkommen, zum Aufwärmen machen wir einen kleinen Rundlauf auf die kleinen Tore. Man muss auf jeden Fall sehr, sehr schnell sein, sehr schnell um die Ecken kommen und dann den Ball dem anderen aufs Tor schießen. Ich bin gespannt, wer die Challenge gewinnt und ich würde sagen, wir machen erstmal Schnicken, wer anfängt. Schink, schank, schank. Okay, ich habe gewonnen. Dann darfst du anfangen und wer als erstes drei Tore schießt, der gewinnt die Challenge. Auf die Plätze. Fertig. Los. Nein, was mache ich denn? Glück. Auf die Plätze. Fertig. Los. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht, Mann. Das wollte ich zu genau machen, Mann. Auf die Plätze, fertig, los! Ja! Ey, das ist so fucking schwer, ey. Aber den trifft er stark. Sauber. So muss ich ihn einfach auch mal treffen. Fertig, los! Oh, geht doch! Endlich streich mal die Kiste und dann ist der Ball drin, ey. 1-1. Bleibt spannend. Auf die Plätze. Fertig. Los. War der drin? Oh, fuck. Ja, der war glaub drin. Schon. Oder? Ich glaub schon. Geht hier hinten dran durch. Auf die Plätze. Fertig. Los. Nein. Den hält er. Ja. Ist er dran mit dem Finger? War ich dran. Ganz stark. Weil. Ey, wie fucking schnell ist er bitte? Ich denke schon, ich bin schnell, aber ich bin gefühlt ein alter Traktor im Gegensatz zu ihm. Unglaublich. Auf die Plätze, fertig, los! Da komm ich nicht hin. Jawohl! Alter, Alter. Macht er stark. War das die Vorentscheidung? Ne, das war's. Sauber. Glückwunsch. Erste Challenge geht an ihn. Somit hat er einen Punkt schon mal im Keeper-Battle. Und wir gehen jetzt zur zweiten Challenge. So Freunde, herzlich willkommen zur zweiten Challenge. Und zwar ist das eine 1 vs 1 Challenge. Wir starten hier an diesem Hütchen, bekommen den Ball durch die Beine gespielt. Und dann darf auch der Torhüter, der auf der Linie wartet, rauskommen, den Winkel verkürzen. Und man muss mit zwei Kontakten aufs Tor abschließen. Wer die meisten Bälle blockt, gewinnt die Challenge. Beziehungsweise wer von 5 Bällen die meisten Tore macht, der gewinnt. Ich würde sagen, wir schnicken direkt wieder, wer anfängt. Und jo, schon wieder mit der Faust gewonnen. Und diesmal fange ich an. Eben hast du angefangen, war kein gutes Omen. Das heißt, du darfst zuerst in die Kiste und ich mache den ersten Shot. Let's go. In den Pfosten. Kannst nichts machen. Nein! Ah! Shit, ey. Kann man mal halten, ey. Wenn man dran ist, kann man den halten. Oh mein Gott! Überragend stark. Die Hand oben, ey. Lecco mio. Wo ist es da? Stabil. Bereit? Oh mein Gott! Hältst du das mit? Oberschenkel? Ja. Zum Glück, ich dachte schon mit der Sache. Ah, es war ganz schön knapp, ja. Es war noch der Oberschenkel. Oh, leck. Ah. Geil. Alles entscheidend dabei. Du wolltest mich spielen. Ja, 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 ja. Alle bereit? Oh nein! Er macht die Beine zu. Sauber. Ah. Jetzt aber. Gut aus. Jetzt aber. Entscheidender? Ja. Das ist komm. Gib Gas. Nein!
Hilfe! Hand ist da! Yes! Was ein geiles Ding, ey! Alter, der war brutal! Nicht schlecht, Jan. Ey, sonst hättest du gewonnen. Ja. So leicht schenke ich die Punkte auch nicht her fürs Keeper-Battle. Jetzt geht's darum, wer trifft und wenn der andere verschießt, hat der gewonnen, der getroffen hat. Ready? Schön angeschnippelt in den Winkel. Ja. Aber so musst du auch bei dem schießen, sonst hebt er die. Ja. Hat gereicht. Ja, zweite Challenge geht an mich. Ich würde sagen, ab geht's zum Keeper-Battle. So, Freunde, es geht mit 1:1 ins Keeper-Battle. Und der Niklas hat sich auf jeden Fall richtig, richtig gut geschlagen. Und jetzt habe ich mal noch eine Frage an dich. Was würdest du mit deinem 250-Euro Einkaufsgutschein bei Titan kaufen? Ja, ich würde mir auf jeden Fall die Protection Wear kaufen. Kann ich nur empfehlen. Immer gut auf Kunstrasen. Auf jeden Fall. Und ja, die große Tasche. Ja, ultra. Freunde, wenn ihr Verstauungsmöglichkeiten in der Tasche braucht, ohne Scheiß, beste Tasche. Und falls ihr auch mal mitmachen wollt bei Clash of Titans, schaut in die Videobeschreibung, schickt dort eine Bewerbung an die E-Mail-Adresse. Und ich würde sagen, wir schnicken jetzt nochmal, wer im Keeper-Battle anfangen darf. Alles klar. Ja, jetzt holt er mich mit der Schere, jetzt holt er mich. Okay, du darfst entscheiden, ob du anfängst und, ja Freunde, wie gesagt, es steht 1:1, wer als erstes 4 Tore schießt, sprich 5 Tore dann erreicht, gewinnt das Keeper Battle und die komplette Challenge. Dann würde ich sagen, du fängst an mit Schießen. Alles klar, machen wir so, ich würde sagen, let's go. Was für ein krankes Battle. Ich bin komplett Game Over. Der Junge hat es mir sowas von schwer gemacht. Aber am Ende habe ich mich doch ganz knapp durchgesetzt. Warte, Junge. Ja. Ich habe dir ja genügend Chancen gelassen. Eben, ne? Wenn man so schießt, darf man sich nicht beschweren. Ja, was willst du machen? Dennoch hat es ultra Bock gemacht. Ich hoffe, dir auch. Allein die Teilnahme hat sich für dich ja schon gelohnt. Guck mal, dieses freshe Outfit. Auf jeden Fall. Und ja, Freunde, wie gesagt, wenn ihr auch mitmachen wollt, schaut in die Videobeschreibung. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, bleibt sportlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.